Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongwins Jakob von Infrakta und ich bin wieder im Battlefield 1942 in der Mod Eve of Construction. Eve of Destruction. Das ist eine Mod, die spielt, wie der Titel bereits vermuten lässt, im Vietnamkrieg. Und also der Titel lässt vermuten, müsstet ihr eigentlich kennen, ja, berühmtes Lied, Eve of Destruction. In unzähligsten Varianten gecovert worden. Barry McGuire war der Erste, der das gesungen hat 1965. Das ist jetzt 50 Jahre her. Und wenn ich mir so an den Text denke, da hat sich irgendwie immer noch nichts groß getan. Ihr kennt das bestimmt. Also die erste Strophe geht übersetzt, heißt Eastern World. Die östliche Welt explodiert. Gewalt lodert auf, Kugeln werden geladen, du bist alt genug, um zu töten, aber nicht alt genug, um zu wählen, das spielte eben darauf an, dass die halt in den Krieg geschickt wurden, haben noch gar nicht das aktive Wahlrecht, die jungen Rekruten, damals hatten die Amis ja noch die Wehrpflicht, heutzutage ist es halt deshalb wieder, aktuell, weil weltweit ja immer noch Kinder, also nicht immer noch, sondern verstärkt Kindersoldaten eingesetzt wird. Wirklich eine ganz abscheuliche Art der Kriegsführung. Wie geht denn das weiter? Du glaubst nicht wirklich an den Krieg, also in dem Sinne von, die wurden da hingeschickt ohne Überzeugung, dass sie da irgendwas bewirken können in Vietnam. Aber was bedeutet dann die Waffe, die du trägst? Und selbst auf dem Jordan treiben Leichen, also der Nahostkonflikt. 65 brannt es da ja auch. Aber der Refrain, den kennt ihr bestimmt. But you tell me over and over and over again, my friend, ah, you didn't believe, we are on the eve of destruction. Das ist halt eins der ganz großen Antikriegs- und Protestlieder. Die wurden deshalb, das Lied wurde natürlich deshalb in den USA heftigst befehdet und boykottiert von den ganzen konservativen und rechten Radiosendern. Bis heute ist es ja so, dass die Medienlandschaft in den USA ganz massiv politisiert ist. Das liegt aber auch daran, dass alle großen Radio- und Fernsehsender in den USA in der Hand von sehr wenigen Unternehmensgruppen und damit Leuten sind. Einige Sender sind dermaßen offen in ihrer Weltanschauung, dass man die überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Also ich habe da letztens einen Bericht geguckt, da wurde so eine Expertin, ja, übelst Anführungszeichen, befragt zum Klimawandel und das war halt eine, die Republikaner näher steht und natürlich der Wirtschaftsöllobby. Nein, Klimawandel, da kann gar nicht sein. Ob es jetzt sinnvoll auch für die USA wäre, umzusteuern, was die Energieträger angeht. Hier dieses Cracking, das sorgt ja dann doch eher für unangenehme Nebeneffekte, so was Grundwasser angeht und Lebensraumzerstörung so nach Ölschieferproduktion. Und ob man dann lieber auf Sonnenenergie setzen würde, wie zum Beispiel Deutschland. Da habe ich ja schon lachen müssen, dass da jetzt Deutschland unbedingt als Beispiel genannt wurde. Und da meinte diese Expertin ja so, nein, Deutschland ist ja mit den USA gar nicht vergleichbar, weil, jetzt hätte man ja viele Möglichkeiten nennen können, aber nein, die Argumentation war, Deutschland liegt ja auch vom Klima viel wärmer und sonniger als die USA und deshalb funktioniert bei uns quasi Solarenergie, aber in den USA würde das niemals funktionieren. Da hat es mich zerrissen, ich habe neben dem Stuhl gelegen vor Lachen und habe gedacht so, wie scheiße dämlich, aber das ist halt kein Käse, ich kenne so viele Amis, wenn man denen jetzt einen Atlas hinlegen würde und da werden keine Grenzen eingezeichnet und nix, also klar, die wüssten, wo die USA auf dieser Karte liegt, also so grob, und die würden auch die meisten US-Bundesstaaten zusammenkriegen, aber alles jenseits, Terra Incognita, ja, das ist völliges Ignoranz. Das liegt aber an diesem Schulwesen, das extremst drauf gedrillt ist mittlerweile in Trennung von Reich und Arm. Staatliche Schulen, da gehen echt nur die armen Leute hin. Alle, die ein bisschen Kohle haben, gehen auf Privatschulen. Gut, das bedeutet das nicht unbedingt, dass sie gebildeter sind, aber zumindest sind die Lehrer da schon mal ein bisschen anständiger bezahlt. In den USA verdient ja ein Lehrer nichts. Ja? Deshalb ist das auch total überhaupt kein anerkannter Beruf, weil in den USA zählt ja echt nur deine Kohle. Das ist alles, was zählt. Dein komplettes Ansehen bezieht sich aus deinem Job und aus dem Geld, das du verdienst. Und Lehrer ist halt gehaltsmäßig weit unten. Deshalb ist dein Ansehen echt
ganz unten. Das habt ihr vielleicht so ein bisschen mitgekriegt, wenn ihr hier Breaking Bad guckt. Die lachen den ja nur aus, wenn er sagt, er ist Lehrer, gerade mit den alten Arbeitskollegen und so. Ja, und was hast du deinem Leben gemacht? Ja, ich bin Lehrer geworden. Alle so, oh, so Gesichtsausdruck wie von wegen, ah ja, du hast Krebs. Gut, hat er ja wirklich, aber so, achso, du warst irgendwie so, keine Ahnung. Also in Deutschland würde man so vielleicht gucken, wenn man irgendwie einer sagen würde, Hartz IV und Spaß dabei. Also nichts gegen Menschen, die halt arbeitslos sind. Gibt viele schlimme oder gute Gründe, wenn man so sagen will, wenn man halt keinen Beruf nachgehen kann, sei es, weil es den Beruf vielleicht gar nicht mehr gibt, weil mittlerweile ersetzt durch Maschinen oder sonst irgendwas, die Leute sind etwas älter, die werden nicht mehr umgeschult, man gibt ihnen im Prinzip auch keine Chance mehr. Da will man, also denen will ich das überhaupt nicht aufs Brot schmieren, aber diese irgendwie 17-Jährigen, die man so vor allem in den 90ern irgendwie im Fernsehen angucken konnte, die dann so stumpf in die Kamera lachen, so, ja, hab ich Spaß dabei, ja, ich will das so. Also das sind ja Buben, der haut man rechts, links auf die Backe, ja, Bub, geh, schaffe. So, aber so wird man da quasi angucken, wenn man Lehrer ist. Wo bin ich überhaupt hingeblieben? Egal. Weil wurde das halt natürlich extrem boykottiert, das Lied. Und trotzdem ganz großartiger Song und großartige Mod. ja, ich muss jetzt irgendwie wieder zurückkommen, ihr wisst. Die Mod ist wirklich eine der ganz, ganz großen Mods, was Battlefield 42 angeht und dafür gesorgt hat, dass wieder der Nachfolger Battlefield Vietnam rauskam. Das war ja, der direkte Nachfolger war ja kein Battlefield 2, sondern erstmal kam Battlefield Vietnam und wir haben im Prinzip ja alle gelacht über Battlefield Vietnam, weil das viel schlechter war als die Vietnam-Mods für Battlefield 42. Ich weiß noch, ich das erste Mal auf einer LAN-Party war, wo wir Battlefield Vietnam gespielt haben. Wir haben da so eine Stunde oder so gezockt, gutmütig sind, wie wir sind, und irgendwann gucken wir uns an, über unsere Bierflaschen rennen dann so, wollen wir Battlefield 42 spielen? Ja, lass uns lieber wieder Battlefield 42 spielen. Dann haben wir halt so Mods dann wieder gespielt. So, das Schöne an der Mod ist natürlich, dass sie extrem genau drauf achtet, auf Fahrzeuge, auf Kriegsschauplätze. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Schlacht von Aberdeen, also jetzt nicht in Großbritannien, sondern eben in Südvietnam, da kämpft man eben als Südvietnamese gegen Nordvietnam. Ein schönes Beispiel. Bong Song Valley, da kämpft man als Amerikaner. Dien Bien Phu kämpft man als Franzose. Naja, was ist hier Franzose? Als Fremdenlegionär. Also quasi als Deutscher gegen Vietnam, gegen die Befreiungsfront. Kann man sich mal angucken. Können wir eigentlich mal reingehen. Es ist ja so, dass, also da kämpften die Viet Minh, ja, also die Befreiungsfront, da gibt es ein hervorragendes Buch von diesem, da steht es ja auch, ich kann das nicht aussprechen, Won Nyo Guyen Giap, ja, also das ist ein sehr, sehr faszinierendes Buch, das er geschrieben hat über den Krieg, das Buch habe ich damals gelesen an der Offizierschule, weil ich habe mich ja damals dann spezialisiert auf Infanteriekampf und, das ist halt eins von den wirklich interessanten Büchern, wenn man jetzt asymmetrische Kriegsführung studieren möchte. Ist halt einer der großen vietnamesischen Kriegshelden da, ja. Weil der hat es geschafft, schwere Geschütze durch den Dschungel transportieren zu lassen. Also das haben die mit reiner Muskelkraft geschafft. Ja, wenn man jetzt mal Vietnamesen anguckt, ich meine, das ist jetzt nicht böse, ja. Aber die Vietnamesen sind im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt irgendwie so Hühnen, ja. Also, ja, es ist daher unfassbar beeindruckend, dass diese Leute diese Artilleriegeschütze zerlegt haben und haben die Dinger in Einzelteilen durch den Urwald getragen. Die Amerikaner nannten diese Pfade, wo die diesen Nachschub transportieren, durch Berge, durch Dschungel, ja Ho Chi Minh-Pfad, also einer dieser Pfade. Und das hat die Amis irre gemacht, dass sie diese Logistik nicht zerbrechen konnten. Egal, was sie da drauf gebombt haben, mit Napalm, mit Agent Orange, also mit Entlaubungsmitteln, hochgiftigen Entlaubungsmitteln, die bis heute die Umwelt verseuchen und nach den Leuten zu schaffen waren, die haben das nicht kaputt gekriegt. Und die haben 50.000 Mann zusammengezogen, um diese Festung, die die Franzosen da gebaut hatten, weil das war ja französisch Indochina, eine von den französischen Kolonien. Und die Franzosen, also gut, das ist so eine unsinnige Strategie, eine Festung in ein Tal zu bauen. Aber egal, ja. Moment, wir nehmen mal einen Scharfschützen besser. Und man hat gedacht, so, ja, kommen die Vietnamesen mit ihren 5 Mann, ja, und 3 alten Gewehren, die kommen doch eh nicht dagegen an, gegen so eine Befestigungsanlage, die jetzt eh nichts Tolles war.
und dann zu Neuronental. Wie dann über 50.000 Vietnamesen mit Artilleriegeschützen auf den Hängen ringsrum auftauchten, war relativ klar, das Ding ist gegessen. Man hat aber trotzdem noch Fremdenlegionäre drüber abgeworfen. Das wird hier übrigens hervorragend dargestellt. Oh, ich muss gleich in Deckung. Fremdenlegionäre drüber abgeworfen, Fallschirmjäger. Das wird hier sehr gut dargestellt mit diesen Flugzeugen. Oben auf den Turm geht man hier in der Mod besser nicht, weil die vietnamesischen Scharfschützen sind hervorragend. Die sind ausgerüstet mit russischen Scharfschützengewehren. Gott, ich bin auch nicht so schlechter Scharfschütze. Genau, Dragunov tragen die. Bringen sich da oben in Stellung. So, auf jeden Fall diese, es ist ja eine von den großen Legenden, Kriegslegenden, die man immer wieder erzählt bekommt. Da hat auch hier der Dingsbums mitgemacht bei dieser Legende, de Scholler Tour, indem er halt erzählt hat, dass ganz, ganz viele dieser französischen Fremdenlegionäre eben Deutsche gewesen wären, Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die in den Gefangenenlagern, shit, rekrutiert wurden und schon verloren. So, also soweit stimmt das, die Franzosen haben tatsächlich Kriegsgefangene rekrutiert. Unter anderem wurden ja, ich glaube, 650 ukrainische Kriegsgefangene, also das hört sich jetzt komisch an, also, wie die Wehrmacht in die Ukraine vorgestoßen ist, haben sich sehr viele Ukrainer der deutschen Wehrmacht angeschlossen. Das ist übrigens etwas, worauf die russische Propaganda heute beruft, wenn sie gegen die, jetzt Anführungszeichen oben, Faschisten in der Ukraine wettert. Putins Propagandamaschine ist ziemlich aktiv. Und die schmieren das ihnen aufs Brot, dass eben diese Ukraine da irgendwie ganz stolz auf ihre Vergangenheit in der Waffen-SS wären. Jetzt ist es so, dass tatsächlich im Baltikum, die Letten haben da letztens, glaube ich, wieder so einen Aufmarsch gemacht, die überlebenden Veteranen, die es da ja noch gibt. Shit, ey, da unten haben sie echt drin schon. Komm. Also auf der Karte definitiv Scharfschütze. Achso, nachladen. Was ist der gelbe Raum? Die treffen mich. Stellung zu wechseln. Eigentlich hätte ich jetzt zwei treffen müssen, oder? So, auf jeden Fall wurden auch Deutsche in den Kriegsgefangenen, also ukrainische Soldaten, die für die Wehrmacht in Frankreich stationiert waren, wurden dann, wie Frankreich zurückerobert wurde, 1944, von den Franzosen rekrutiert für die Fallschirmjäger, weil den Ukrainern klar war, das hat man denen auch sehr deutlich gesagt, wenn ihr nach die Sowjetunion ausgeliefert werdet, wird man euch umbringen. So, da haben die sich den Franzosen angeschlossen, zumal die Franzosen ihnen versprochen haben, genauso wie die Amerikaner sehr viele Ukrainer rekrutiert haben und Kosaken, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Sie dürften jetzt gegen die Kommunisten weiterkämpfen, bloß halt auf der Seite der Amerikaner. Patton hat ja gesagt, wie er dann in Deutschland stand mit seiner Panzerarmee, jetzt sind wir doch eh schon da, jetzt können wir die Gelegenheit nutzen und könnten uns hier mal nützlich machen, indem wir gegen die Russen kämpfen. Wenn wir schon da sind, können wir uns jetzt weiter um die Sowjets kümmern. Das ist einer von uns. Was machst du auch da drüben?
Auf jeden Fall haben sich nach dem Krieg dann sehr viele ehemalige Waffen-SS und Fallschirmjägersoldaten anheuern lassen von der Fremden Legion. In der Wehrmacht gab es nämlich den Spruch, genießt den Krieg, der Frieden wird fürchterlich. Deutschland war ja völlig ausgebombt. Und viele von den jungen Männern, die haben sich von der Schule hinweg, wurden sie rekrutiert für die Wehrmacht. Die waren 6 Jahre im Krieg teilweise, danach noch in Kriegsgefangenschaft. Die sahen keine Perspektive, die kannten in dem Sinne nur den Krieg. Und da haben die sich rekrutieren lassen und es waren tatsächlich sehr viele. Ey, was rennt ihr auch da? Achso, die wollen zurückerobern. Okay, gutes Argument. Sorry. Dann lege ich das Feuer ein bisschen weiter nach hinten. Da hinten rennen sie nämlich schon. Das ist hier ein schöner Job. Mal erklären. So, und ich glaube 1600 oder so Deutsche waren wohl in dieser Schlacht hier verwickelt auf Seiten der Franzosen. Überlebt haben das nicht so viele, weil das natürlich eine katastrophale Niederlage für die Franzosen waren, die mitgewirkt hat, dass die Vierte Republik der Franzosen den Bach runterging, als quasi der große Öffnungsschlag der Kolonialisierung. Ja, also Frankreich hatte ja viele Kolonien, aber nach dem Zweiten Weltkrieg sah es halt nicht so gut aus, weil viele von den Völkern halt, der gegen die Deutschen kämpfen sollten, wegen der Freiheit und bla und blub. Und wieder die Deutschen besiegt, dann haben sie gesagt, ja, wir sind jetzt eigentlich schon mit der Freiheit. Wir wären eigentlich auch ganz, ganz frei. Und dann, gerade bei den Franzosen haben das aber nicht so einsehen wollen. Und dann wurde halt erbittert gekämpft. In Algerien zum Beispiel, was für die Franzosen besonders. Ja gut, für die Algerien natürlich auch, aber für die Franzosen war das Algerienkrieg deshalb so, in Anführungszeichen, schlimm, weil ja Frankreich gar nicht mehr als Kolonie galt, sondern als Teil des Mutterlandes. Es lebten ja auch sehr viele Franzosen dort, die sind umgesiedelt worden oder geflohen eines Krieges. Sehr viele übrigens nach Elsass-Lothringen umgesiedelt worden oder... Ja. Das ist übrigens ein Grund, warum, wenn ihr mal nach Straßburg kommt und es da laufen eine Reihe von Leuten rum, die würdet ihr jetzt eher nach Nordafrika verorten, so rein optisch, als in Algerien von mir. So, und diese Schlacht hier, die galt dann immer so als Legende. Hier sind die deutschen Fallschirmjäger und Waffen-SS-Soldaten heldenhaft gefallen im Kampf gegen den Kommunismus. Ja, Artilleriefeuer, gell. Der größte Feind der Infanterie ist die alte Artillerie. Und den nächsten. Was rennt ihr denn auch weg? Jeder, der von der Festung wegrennt, der war ein Feind ist. Wenn ich ja jetzt nicht helfe, obwohl, sieht gar nicht so gut aus für die Vietnamesen, gell? Jetzt fehlt hier der 81mm Mörser. So. Sollen wir vielleicht wirklich mal dazu übergehen, das Ding zurückzuerobern. Stacheldraht. Sag mal, Junge, schaffst du eigentlich auch was? Hier, der schießt überhaupt nichts. Ne, der schießt nicht. Komm, dann spawn lieber irgendwo nochmal neu. Das ist das Problem bei der KI. Ja? Die KI hat das nicht so mit dem Sinnvollen. Die besetzt irgendwelche Mörser-Positionen oder Panzer und dann stehen sie rum. Ich habe ihm quasi gerade einen Gefallen getan. Ja. Ich habe jetzt so viele mit dem Mörser weggeplatzt, dann kommt es auf den auch nicht mehr an. Ich muss die Artilleriestellung da besetzen. Ich gehe auf direktes Richten. Komm, lad nach, Baby. Ja, yeah, das hat sich gelohnt. Okay, deine Flöte gegen meine. Ich gewinne. Ja, rollo, 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 rollo. Ja, genau. Nee, was hat er gesagt? Le Blue, bla bla. Wir müssen uns mehr anstrengen? Nein. Irgendwas stimmt nicht. Und was wollte er mir damit sagen? Das wollte er mir sagen. Dankeschön. Wollte er mit dem Messer an mich ranschleichen? So ein Sack. Ja, auf jeden Fall ist das eben so eine Legende, die ich euch erzählen wollte, dass eben ganz, ganz viele Deutsche gestorben. Es sind sehr viele Deutsche hier gestorben, Österreicher, aber eben auch Ukrainer und Belgier und Niederländer. Lustigerweise waren viele von den, als Historiker benutzt man solche Worte eben manchmal, viele von den eigentlich offiziell Belgiern in der Fremden Legion waren überhaupt keine Belgier, sondern waren Franzosen aus der SS-Division Charlemagne.
also Franzosen, die für ja, eben Deutschland gekämpft haben, weil sie eben gegen den Kommunismus kämpfen wollten und an der Ostfront dann gegen die Sowjets gekämpft haben. Die Einheit hat ja bis am Ende, bis ins Regierungsviertel in Berlin gekämpft und viele haben mit überlebt. Das Problem für die unter anderem war, sie konnten natürlich nicht in die Heimat zurückkehren, man hätte sie erschossen für ihre Betätigung in der Waffen-SS. Daher haben die sich für die Fremdenlegion gemeldet, als Belgier. Und die Fremdenlegion hat ja damals nicht gefragt, woher du kommst und wer du bist. War aber, wenn du so lange Dienst getan hast in der Fremdenlegion, bekommst du neue Papiere. Das war also für viele Leute eine Chance, quasi neue, frische Papiere zu bekommen, Bürger Frankreichs zu werden und in die Heimat zurückkehren zu können. Dann unter natürlich neuem Namen und gereinigt der Vergangenheit. Ja. Ja, auf jeden Fall ist die Vierte Republik eben zugrunde gegangen. Durch diesen Krieg um die Kolonie. Alter, wer legt denn Minen vor unser Artilleriegeschütz? Ja, echt. Nerve. Den Schlag angefordert. Aber natürlich kommt etwas ganz anderes. So. Wir wechseln aber trotzdem gleich die Map. Ich habe mich genug als Fremdenlegionär jetzt in Dienste Frankreichs betätigt. Habe genug Friendly Fire gemacht. Ihr seht, sehr schön. Alter. Ja, bleibt liegen. Sehr schön gemachte Mod. Wir gehen jetzt noch in eine andere. Kalaschnikow, auch schön. Ah, eine SKS ist das. Das ist gar keine Kalaschnikow. Das ist dieses halbautomatische Gewehr. Von den. Was hast du denn Schönes? Besser. Vielleicht das russische Maschinengewehr. Hm? Ihr nehmt mir meine Flagge nicht, Monsieur. Mon General hat gesagt, ich sollte halten die Verteidigung. Haben wir jetzt auch. Aber, ja, wie gesagt, ihr seht ja, das ist eine ganz leichte Feldbefestigung, aber sehr schön gemacht hier von den Modern. Ein amerikanisches Maschinengewehr. Ja, gut. So, und dann sind wir wieder im Menü. So, guck mal nacheinander. Also an Maps wird hier einem echt nicht langweilig. Die haben wirklich viel Mühe gemacht. König des Hügels, nee. Also, es gibt ja, also die Schlacht gerade eben, ja, wurde ja ziemlich oft verfilmt. Ach, da ist sogar der Ho Chi Minh-Pfad drin. Genau, die verschiedenen Hügel, um die gekämpft wurde, ja, auch die, ach, da ist der Hamburger Hill, genau, auch der wurde verfilmt, also, der heißt nicht wegen Hamburg, sondern wegen eben Hamburger, hier diese, ja, diese belegten Brötchen mit undefinierbaren Fleischbuletten drauf, weil jeder, der versucht, diesen Hügel zu nehmen, wird zu Hackfleisch verarbeitet, also quasi zu Hamburger Buletten, deshalb Hamburger Hill, der Fall von Saigon, ja, also, krass, das ist so krass, was die hier alles reingemacht haben. Ich suche aber gerade nochmal, warte mal, da kann man eigentlich reingehen. Ich glaube, das ist Bong Song Valley, war glaube ich mit den Amerikanern schon. Also wie gesagt, man kann als Franzose spielen gegen Vietnam, man spielt als Südvietnamese, man spielt als Amerikaner. Das war's, dürfte eigentlich gewesen sein. So. Apokalypse Now lohnt sich leider nicht zu spielen. Das ist eine Luftkampfkarte. Also da sind halt diese ganzen tollen amerikanischen Flugzeugtypen aus der Zeit drin. Ich krieg's leider bloß nicht gebacken mit diesen Flugzeugen. Ich probier's mal damit. So. Was sitze ich da eigentlich? Ach so, ja, so einen will ich aber nicht. Das ist mal ein Patton. Das ist ein T49. Das ist, oh!
Sehr schick. Das ist einer von den Infanterietransportern. Also, naja, ich schreck vor dem Bezeichnung Schützenpanzer zurück. Mit einer Gatling drauf, die verwendet wurde für Luftabwehr. Aber für den Amerikaner auch sehr gern im Bodenkampf eingesetzt wird. Ich glaube, da unten fährt ein Patton, oder? Oh, da stand einer. Ja, sorry. Nichts wird überfahren. Amerikanische Frontbewegung ist gnadenlos. Na, dann kappt ihr mal. Ich fahr da jetzt aber besser nicht auf die Insel. Ich fahr lieber Richtung Tempel. Ah, da vorne geht schon zur Sache. Jetzt lieber einen schweren Kampfpanzer gehabt. Mal gucken, vielleicht finden wir einen da drin. Oh! Der ist umgebolzt. T-54. Das wird unangenehm werden. Nö, auch kein anständiger Panzer. Genau, Walker Bulldog. Nicht unbedingt meine erste Wahl für Panzergefechte gegen T-54. Boah, shit. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das so ausgeht. Ich brauche irgendwie Schwermetall. Ja, BRT ist als Truppentransporter. Also das ist an der Mod natürlich auch geil. Richtig fette Panzerschlachten. Habe ich hier irgendein vernünftiges Fahrzeug? Nein. Gut, dann müssen wir nehmen, was wir haben. Ach, guck mal an, Beute. Ich brauche Munition für meine Panzerabwehr. Und hat die Handgranate noch was bewirkt? trotzdem, ich will Schwermetall.
Ja. Hier gibt es natürlich tolle Hubschrauber, nur kann ich nicht Hubschrauber fliegen. Damit stürze ich einfach nur ab. Dann nehmen wir halt mal das Baby. Okay, der ist natürlich auch nicht schlecht, der Panzer, der ist, aber egal, wir nehmen mal die Kiste. Die haben ja bei der Bundeswehr ja auch noch einen Dienst, allerdings mit Mörsern drauf. Ansonsten ist sie weitgehend aus dem Dienst raus, das ist halt einfach eine Schrottkiste. Gut, natürlich immer noch besser als nichts, wenn man ein bisschen geschützten Truppentransport haben will, aber... Auf der Entfernung treffe ich mit dem Ding jetzt. Die Vulcan. Muss aber trotzdem irgendwo hinfahren. Ja, das ist halt der Vorteil von der Gatling, gell? Scheiße. Ich stehe aber auf die Gatling. Komm, wir gucken mal vor. Irgendwann muss ja einer mal cappen. Alter, du kannst die Kiste doch nicht vor mir abstellen. Weg mit dem Ding! Unfassbar, ey. Stell dir mal das Ding mit in den Weg. Wie soll ich denn da wirken? Sich mit dem LKW ranschleichen, ist die saublödeste Idee. Ich werde beschossen. Ich muss hier weg, bis die Kanone abgekühlt ist. Außerdem kann ich mich mit dem T-54 oder was immer da gespawnt ist, so nicht direkt stellen. Ich fahr mal in der Acke. Oh, wir haben sie eh eingenommen. Gott.
Kinder, ihr nervt mich. Ich werde hier heftig beschossen. Maschinengewehr? Ernsthaft? Ich habe keine Granaten mehr. Ich muss hier weg. Trader einstehen, offensiv und dann... Übrigens, das da hier ist... Achso, die Fehler durch den Zaun kann ich fahren, aber nicht durch die Holzpfosten. Das ist etwas, was sie bei Heroes and Generals ja leider übernommen haben. Ich brauche mal irgendein anderes Panzerfahrzeug. Hey du, ich will das Hide checken. Gib mir das. Komm, gib mir mal deinen Panzer. Ja, von mir aus, dann nehme ich halt mit. Ist mir auch egal. Ey, jetzt nicht runter. Ich will nicht runter, ich will mit. Oder so. Wir kriegen gerade Aua. Woher? Mit dem Sheridan in der Lage sein, das Platz zu machen. Unglaublich. Oh. Volltreffer. T-54. Okay. Okay, ich gehe mal wieder ins Menü. So, also ich denke, das langt jetzt aber eigentlich auch. Ist, wie gesagt, es hat Unmengen an Karten. Unheimlich viel Spaß hat man mit der Mod. Es ist richtig toll recherchiert. Sehr spannend, sehr faszinierende Fahrzeuge. Die Alliierten umfassen eben die wichtigsten Fraktionen. Ganz große Mod, ja. Und damit willkommen im Infractor Games Archiv. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Mod. Wenn ihr noch Battlefield 42 auf dem Kiste habt, saugt euch die Mod. Ich verlinke ja wie immer alles. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Spiel, im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.